Guten Morgen! Wir hatten ja schon oft in den Videos und in den anschließenden Diskussionen hier auf meinem YouTube-Kanal das Thema Depression und auch den Freitod. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass eine wie auch immer geartete Sterbehilfe, also dass man jemanden aufgrund seines Wunsches umbringt, zumindest bei organisch komplett gesunden Menschen, nicht möglich wäre, sondern nur bei Koma-Patienten zum Beispiel durchgeführt werden darf. Da ich mich in den letzten Tagen aufgrund eines Skype-Gesprächs mit einem Betroffenen damit intensiver auseinandergesetzt habe, habe ich nun recherchiert, dass es zum Beispiel in den Niederlanden durchaus erlaubt ist, Menschen, die organisch komplett gesund sind, aber unter Depressionen leiden, von diesem Leid zu erlösen, indem man sie tötet. Aufgrund eines Falls einer Mutter von zwei Kindern, die letztes Jahr sich von Ärzten der Universität Brüssel umbringen hat lassen, weil sie keine Perspektive in ihrem Leben mehr sah, hat der Amerikaner Scott Kim in einer Studie, deren Abstrakt ich euch unten in der Infobox wieder verlinkt habe, die praktizierende Sterbehilfe unserer holländischen Freunde kritisch hinterfragt. Und auch ich habe das Thema aufgrund der Aktualität für mich und den Anregungen aus dieser Studie für mich nochmal neu aufgerollt und möchte mit euch gemeinsam darüber reden, beziehungsweise erstmal in diesem Video quasi in Vorkasse gehen und ja, euch meine Gedanken zum Thema des Ermorden eines Menschen auf dessen Wunsch teilen und dann in den Kommentaren mit euch dann vielleicht einen Konsens finden oder uns austauschen. Ich glaube, und das stimmen sicherlich die meisten mit mir überein, der ganzen Diskussion zugrunde liegt eigentlich immer das Thema, wie man selber über Leb und Tod denkt, wie sehr man an seinem Leben hängt. Denn der Mensch überträgt ja seine Gefühle und seine Einstellung immer auch auf alle anderen. Wenn man selber der Meinung ist, Rot ist toll und Blau ist mies, dann sollten andere auch so denken. Oder sagen wir, zumindest ist man erstmal, ist es erstmal das, was man annimmt, seine Realität. Zu dem Thema auch eine Buchempfehlung, wo auf rein wissenschaftlicher Basis erklärt wird, warum es keine Realität gibt bzw. geben kann, findet ihr hier. Also auch keine Wahrheit und demnach auch kein richtig oder falsch. Im Falle des Lebens ist es so, dass die meisten Menschen eine ego-initiierte Betrachtung des Lebens haben. Also, dass sie nicht sehen, dass es das Leben gibt, sondern sie lösen ihr Bewusstsein heraus und sprechen von ihrem Leben. Aber wir stehen ja mit allem um uns herum in ständiger Wechselwirkung. Das, was gerade noch meins war in unserer Wahrnehmung, ne, wie zum Beispiel die Atmung, ist im nächsten Moment schon wieder in einem Raum, der nicht mehr als meins wahrgenommen wird und überführt worden. Der Tod des menschlichen Bewusstseins ändert daran ja auch nichts. Unsere Atome, aus denen wir bestehen, bzw. die Atome, die wir als unser Ich definieren, deren Grenzen willkürlich sind. Manche bezeichnen ja, nur die Seele als Ich, manche das Gehirn und manche den Körper, manche auch die Aura dazu und so weiter. Diese Atome bilden nach dem Menschentod neue Dinge, die wir dann auch wieder als abgeschlossen wahrnehmen, wie ein Wurm oder ein Stück Dreck. Entsprechend argumentieren die Menschen, und ich schließe mich da immer mit ein, ich sage das immer wieder, in unbewussten Phasen, und die dominieren auch meinen Alltag, mache ich oft genau das, was ich mit meinem Bewusstsein kritisiere. Ich will das bloß immer wieder herausstellen, ne? Also die Menschen argumentieren auf einer Ebene wie, du kannst doch nicht dein Leben einfach so wegwerfen. Weil man eben sich selber so wichtig nimmt und diese Vorstellung, die man selber hat, auf andere projiziert und es unglaublich schwer fällt, anderen Menschen eine konträre Lebenseinstellung zuzugestehen und ja, auch danach handeln zu lassen. Und gerade im Bereich des Wunsches, umgebracht zu werden, wird dann die Kluft der Akzeptanz noch größer, weil wir demjenigen sofort eine psychische Krankheit unterstellen. Er muss doch krank sein, wenn er die Dinge nicht so positiv wie ich sieht oder so realistisch wie ich sieht. Und ihm muss geholfen werden, dass er die Dinge wieder realistischer sieht. Aber wenn ihr diese Sätze so hört, spürt ihr dann nicht auch intuitiv, dass da eine gewisse Überheblichkeit mitschwingt? Ganz nach dem Motto, der Mensch ist nicht Herr seiner Sinne, aber ich kann für ihn entscheiden. Also ich denke, wenn ich wirklich bewusst darüber nachdenke, dass dies zumindest diskutabel ist. Wenn man hingegen das Leben als das betrachtet, was es ist, das auch lebt und sich nicht als eine losgelöste, nicht mit der Umwelt in Verbindung stehende Einheit sieht, dann kann man einer Sterbehilfe sicher sofort zustimmen, ohne Probleme. Also ob man der Sterbehilfe zustimmt oder nicht, steht und fällt eben mit seinen eigenen Gedanken und Überzeugungen. Aber sollte es dann konsequenterweise nicht darum gehen, was der
Sterben Wollende denkt und fühlt? Sollte das nicht der Kern der Diskussion sein? Und ist es nicht weiterhin nicht sogar ein Privileg, dass derjenige, der sterben möchte, uns an diesem zweifelsohne seltenen Bewusstsein auch teilhaben lässt? Können wir daraus nicht sogar lernen und ein breiteres Bewusstsein erlangen? Ein Bewusstsein, was über die Grenzen des eigenen Denken und des eigenen Fühlens auch hinausgeht und damit eher einer Natürlichkeit im Sinne einer allumfassenden Intelligenz repräsentiert und damit einer Wahrheit näher kommt, die wir erfahren dürfen dadurch. Ist der Wunsch nach dem Tod des Egos nicht eventuell sogar eine Befreiung und ist das Leben nicht tatsächlich nur Leiden? Weil es eben nur die wenigsten schaffen, sich von dem Ego zu lösen oder es überhaupt in erster Instanz zu erkennen. Und müssen wir stattdessen, dass wir Mitleid, Groll oder Unverständnis hegen, sogar Liebe, Glück und Respekt gegenüber dem Sterbenwollenden empfinden? Ich empfinde diesen Gedankengang einerseits als provozierend, aber auch als anregend. Die Anhaftung an das Leben impliziert eben auch das Denken in Formen und dadurch eben auch die leidvollen Erfahrungen, die man zwangsläufig macht. Bei dieser Diskussion schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einmal der Wunsch, den Menschen zu helfen und alles dafür zu tun, dass die Menschen das Leben als einen Erfahrungsprozess innerhalb des großen Lebens sehen und natürlich leiden, aber sich auch freuen und viele Dinge erleben. Und ja, und dieser Bewusstseinsprozess auch einmalig ist und auszukosten, bevor sie wieder zum Leben als solches transformiert werden. Andererseits auch die unendliche Schönheit und Harmonie, die das Ende des Egos mit sich bringt. Das Menschenleben bedeutet immer auch irgendwo der Kampf mit sich selbst und mit anderen. Und das Leben als solches ohne das menschliche Bewusstsein ist einfach nur die absolut natürliche Reinheit, Frieden. Das ist perfekt. Das wird auch keiner bestreiten. Zumindest habe ich noch keinen hören sagen, Mensch du, also die letzten 3000 Jahre, wo ich nicht gelebt habe, die waren schon ziemlich scheiße. Warum soll ich also Menschen nicht helfen, diesen Frieden zu finden? Die Antwort ist eben ja, meine menschliche Konditionierung, meine Werte und meine Moral, die ich in meinem Leben aufgebaut habe. Aber darf ich wirklich so arrogant sein und diese Werte auf andere Menschen übertragen? Ich bin mir nicht sicher. Wie steht ihr dazu?